Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. So, wir fahren jetzt erstmal ein wenig bei den Schafen vorbei und schauen da mal nach, ob wir eventuell ein paar Schafe laden können. Ich habe hier noch meine schlaue Liste, wo ich es mir mal aufgeschrieben habe, von bis, ja, und da schauen wir einfach mal nach, wie, was, wo. Des Weiteren müssen wir noch die nicht die Raffinerie, sondern das Kalkwerk mit Steinen versorgen, und unser Kalkabfahrer ist es gerade angekommen an Feld 42. Da habe ich ja natürlich auch wieder eine schlaue Liste. So, ich fahre erstmal hier an den Trigger. Und mach den LKW aus, weil der braucht ja hier nicht 500 Stunden laufen. Ist nur noch auf der 43 mit Strohsammeln beschäftigt. So, da muss wieder einer entladen werden. Das ist, glaube ich, wieder ein hier ein einer, wo Stroh sammelt. Heiland, zack. So, 42. Kurs speichern. Kalken. 18 Meter. Jetzt habe ich noch den Ding im Kopf. So, da fährt er hin. Er wird blockiert. Ja, Kollege, du wirst zwar blockiert, aber das ist ja nicht schlimm. Da werde ich dich einfach mal schnell da raus befreien. So. Bin mal gespannt, ob ich das jetzt hinkriege. Ich glaube nicht, deswegen muss ich hier nochmal ein bisschen nachsetzen. Das hat ja geklappt. So, dann können wir den auf jeden Fall auf letzter Wegpunkt stellen. Und nein, wir machen nicht Ballenlager abladen, sondern P-Dünger. So. Okay, haben wir das, das, das. Das passt doch soweit. Und wir gehen natürlich hier runter zu den Schafen. Und schauen mal durch. Schaf ab 24 Monaten. Da hat man ja 26 Monate. 21, 25 und 23. Also die 25er, die nehmen wir jetzt natürlich einmal mit. Es waren nur, es waren ja nur ein paar. Und dann würde ich sagen, laden wir noch die restlichen von den anderen. Da wird schon wieder einer blockiert. Eieiei. Aber jetzt müsste das theoretisch das hinkriegen. Ah, nein, das gefällt mir so nicht. Das gefällt mir so nicht. Dass er da ein bisschen was stehen gelassen hat. Das gefällt mir nicht. Und dann haben wir den 1050, der fertig ist. Das gefällt mir schon besser. Aber 45, da natürlich hier einmal Mist streuen. Das klappt doch. Bringen wir den auch noch in die Nähe und dann können wir uns hoffentlich um unsere Schafe kümmern. Hoffentlich. So. Das ist natürlich wieder erster Wegpunkt. Den müssen wir einmal zwischenfüllen. Mit 62% schafft er das nicht. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, so frech wie ich bin. So. Da würde ich auf jeden Fall erstmal hinfahren. Und der hier ist auch schon so gut wie fertig. Das heißt, der darf dann auch einmal zum
hochfahren und zwar zu Düngerspritzen. Und hat wieder einer die Arbeit beendet. Das ist der Kollege. Das war auf der 22 das Pflügen. Dann kann der zur 56 fahren. So, einmal zur 56. Und dann haben wir auch eigentlich alles pflügen. Und dann müssen wir noch die, ach, 37 machen. Weißt du was? Du machst bitte erst die 37, weil das ist noch ein relativ kleines Feld. 37, dann können wir wahrscheinlich hoch. Nee, wir machen doch die 56. Ansonsten fahre ich jetzt hoch, runter und oder Ding, Ding, Ding und fahre hier so ein bisschen hin und her. Das lassen wir ja. Das lassen wir. So. Aber wir haben jetzt erstmal die Ladung Schafe. Die können wir dann erstmal wegbringen. Und dann können wir noch an meinen Stall hochfahren und dort auch noch ein bisschen Schafe holen. Würde ich dann auch sagen, jo, das machen wir. So. Wunderbar. Ganz entspannt zum Schlachter fahren. Herrlich. So. Ah, schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Bitte wir so ein bisschen theoretisch hätte ich jetzt aber erstmal andersrum hinfahren, oder? Ja. So. Das reicht ja dann erstmal. So, dann kann ich nämlich auch wieder so wegfahren. Jawohl. Oh, da haben wir 50 Tiere. Und die 25 Tiere. Und der ist jetzt auch schon angekommen. Hier unten, da müssen wir uns natürlich erstmal an den jetzt wenden. Dass der hier eben wegkommt. Upsala, das waren eben das war 43. Hier abladen, ganz geschwind. Letzter Wegpunkt, das passt. So. Das ist aber das letzte Stroh, was wir sammeln. Mann. Gucken, dass wir in den August kommen. Da dürfen wir gucken, dass wir in den August kommen. So, weiter geht's. Für den hier. Wunderbar. So, dann sind wir hier oben natürlich einmal. Und ich habe ganz vergessen, wir können natürlich auch sagen. So, einmal zum Schlachter und dann gerade die Schaffleisch aktivieren. Der Schafmix zeigt uns zwar an. Aber ich komme ja auch wieder mit einer neuen Lieferung dann gleich. Da können wir bestimmt was holen. Ich fahre einfach mal. Dann haben wir auch die ganzen Tiertransporte für diesen Monat abgeschlossen. Genau. Tiertransporte für diesen Monat sind dann abgeschlossen. Aber auch wieder einiges geschafft. Es funktioniert alles, es läuft alles wunderbar. Upsala. Bin ich jetzt aus dem Fall gegen mein Headset geknallt.
Jetzt ist der angekommen. Ja, der muss ganz kurz warten, bis wir oben sind. Der hilft alles nichts. So. Wunderbar hier. Ah, herrlich. Aber jetzt springen wir hier gleich irgendwie drüber. Oh ne, wir haben es geschafft, dran vorbeizufahren. Also ist doch auch super. So. Da positionieren wir uns jetzt erstmal. Ich lasse jetzt einfach ganz kurz laufen. Das ist ja das kleinste gerade. So, eben das kleinste Problem. Wenn wir jetzt hier gucken, wir haben schon wieder 1 Million Liter hierher gekarrt, ne? 1 Million Liter haben wir jetzt schon wieder hierher gekarrt. Das ist schon enorm. Feld 56 ist er angekommen. Ja, das passt auch. Da kann er ja auch tun. So. Wunderbar, geht's los. Ah, den Kurs schnell einstellen. Und dann haben wir das. Und dann können wir uns unseren anderen Projekten widmen, wo wir haben. Da haben wir einfach mal keinen Kurs. Darf er generieren. Sehr schön. 56. Kurs speichern. Einmal pflügen. 12 Meter. Erster Wegpunkt und tschüss. Sehr schön, der ist unterwegs. Dann gehen wir hier natürlich wieder hoch und schauen mal, welche Schafe wir hier holen können. Da hier 32 Monate, eigentlich nur von denen. Nicht nur von denen, da klicken wir uns einmal kurz runter, weil ich möchte hier die volle Ladung mitnehmen. So. Aber die ersten Schafe aus dem neuen Stall oder aus meinem Stall, sagen wir es mal so, rausgezogen. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Ich habe schnell noch einen Schluck Kaffee genommen. Wir produzieren hier ordentlich jetzt Fleisch. Müssen jetzt theoretisch alle Sparten ja laufen. Theoretisch. So. Das funktioniert doch wunderbar. Hier. Dann sind wir auch gleich schon beim Schlachter angekommen. Und dann haben wir die Steine, die Gülle. Ah ja, wir haben einiges. Was wir noch ein bisschen rumtransportieren können, dürfen, sollen. So. Einen kurzen Schlenker reingemacht. Sehen wir auch gleich, dass nicht an der Laterne hängen bleiben. Das mache ich ja gern. So. Einmal rumfahren hier. Zack. Und die Tiere gehen natürlich auch zum Schlachter. Und dann sehen wir auch, dass der Mix rausgesprungen ist. Aus der Liste. Und das ist auch gut so. Aber da müssen wir auch mal gucken. Ich denke mal, das mache ich dann eher im Winter. Ja, der ist angekommen. Ja,
muss jetzt kurz warten, bis ich hier weggefahren habe und den LKW geparkt habe. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.